Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Felix und mir. Ich queste jetzt hier noch kurz fertig. Hallo! Hi. Kurz die Quests hier alle annehmen. So, ich hätte gedacht, ich bin jetzt eigentlich fast fertig, Alter. Da wurde ich wohl irgendwie getäuscht. Ah, Speak with Barberman in the Silent Forest. Okay, dann habe ich die Map schon fast hinter mir. Ist fertig. So, eine Minute. In einer Minute ist mein 300er Booster weg und der 60% Booster. Schade, schade. Ich hab die noch alle. So, scheiße, warum habe ich den jetzt wieder auf den abge... Oh, ich bin so... Manchmal bin ich echt ein bisschen verwirrt. Kuwagoman Raid, ja, der ist wahrscheinlich jetzt eh nicht da. Das heißt, die Quest können wir schon mal anticken. Und die Mushroomon Quest machen wir jetzt nochmal kurz. So. Lol, der ist ja doch da. Ja, da, Kuwaga. Ja. Nice. Ja, dann können wir die Quest ja doch nochmal machen. Da gibt's einiges an XP für. 1,5 Millionen, glaube ich. Oha, hier ist die auf Miracle 150. Oh. Da hat der Miepsi meinen Finger geleckt. Was für ein doofer Mietz. Im Popo gesteckt und dann ab. Hallo und... So, Freunde, wir besiegen jetzt mal gemeinsam hier das Kuwagamon. Das bösartige Kuwagamon, welches sich hier im Dschungel versteckt hat, kriegt jetzt ordentlich aufs Maul von mir und meinen Mitstreitern. Meine Mitstreiter, oh ja. Wie kann ich so eine Vitramon Summoner Card verkaufen? 500M? Vitramon, was ist das überhaupt, Alter? Ja, das weiß ich selber nicht, Alter. Schick mir das, schreib mir mal. Ich guck gerade bei Digimon. Nako, du hast das nur falsch gelesen oder so. Nein, Mann. Oh mein Gott, weißt du, was das ist, Alter? Was denn? Akuratu Vitramon. Alter, das ist Burning Greymon, Alter. Geil. Wie krass bist du denn, Alter? So, fertig. Quest abgeben jetzt hier. Burning Greymon. Ja, dann hol dir doch das Buch, dann hast du das Viech. Burning Greymon habe ich zweimal, die Karte. Ja, dann gib mir halt eine. Ah, der Vitramon ist auf Dingens, auf Japanisch, heißt das. Ach so. Was sagst du, 500M die Karte? Keine Ahnung. Burning Greymon. Oh, der Metall ist voll hier. Ja. Mann, wie viel muss ich noch dafür wegschmeißen? Brauche ich eigentlich gar nichts wegschmeißen. Ich kann das ja einfach hier scannen. Beziehungsweise return. 50 bis 100 M, das ist ganz schön wenig, oder? So, dann gib mal her. Ey, Level 43. Noch ein Level, dann kann ich auch mit dem Viech hier die Quest annehmen. Dann muss ich das nicht die ganze Zeit wechseln. Aber ich muss Steuern abgeben, ne? Oh, mit Shop-Lizenz. Ja. You can't use cash up doing other work. Ich mach nicht mal other work. Ich werd nur angegriffen. Kann ich auch nichts für. I didn't mean to do that. So, aber jetzt fahren wir noch kurz diese 20 Dinger hier. Wir geben uns auf die nächste Map. Und dann ist erstmal Pause angesagt, Freunde. Dann ist erstmal Pause angesagt. Dann fahre ich offscreen noch ein paar von den Rabbit-Boxen. Und dann... Ja, dann ist es halt so. Mal gucken, ob ich das verkauft kriege. Dann habe ich einen Tee gemacht. Alles Verkauf. Wäre nicht schlecht.
Diamant und 3,5 ist ja nichts mehr wert. Oder da ist ein Hase. Ausnahmsweise findet man die doch mal wieder. Ich muss mal rausfinden, wie die heißen, weil dann mache ich das. Weil ich habe gerade auf der Seite nachgeguckt, ob es ja diesen Mod da noch gibt, und anscheinend gibt es den da nicht mehr. Und dann mache ich mir den gleich einfach selbst. Ich muss nur herausfinden, wie das Viech heißt. Heißt das, boah, wie heißt das denn nochmal, die Vorentwicklung davon, Kirobimon? Lob, ne. Ich glaube, ah, ich weiß, du meinst dieses Boxer-Ding, ne? Ja, dieser größere Hase, wie hieß das denn nochmal? Das war ja, doch. Auf dem Ultra-Level? Digimon Tamers war das doch, ja. Also, erst kommt Kokomon. Ja, das ist ja das mit den drei Hörnern da, ne? Nach Kokomon ist das Rookie. Kommt Lobmon. Aus Lobmon wird Endigomon. Aus Ah, Antylamon. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Danach kommt Rubikmon mal für Scene Mode oder der böse Virus Mode. Dann muss ich mir nur die Files raussuchen von dem Leomon, also von dem Dicken. Und die dann durch die Antylamon-Dinger ersetzen. Dann müssten ja normalerweise dann überall so Cyber-Leomon-Dinger rumrennen, die du kaum übersehen kannst. Und dann farm ich mir locker mal so 50 Stück davon oder so. Anders hier hinsetzen, ne? Störgeräusche hier, egal. Unbequem hier, ich muss gar nicht mal Fenster aufmachen, dann kann ich aber nicht mehr so laut reden hier. Immer diese Einschränkung hier, das ist doch alles kacke. Appelle. Sieben von 20, Mann. Die Quest ist auch richtig homo. Schau mal einer an. Thomas 2245 hat ein Ryodaman gehatcht. Paper. So ein Lappen. Ich habe keine Seite gesehen, wo ich mir die Digimon-Filme nochmal ansehen kann, und ich habe keinen Bock, die auf YouTube zu gucken. Gibt's die da überhaupt noch? Stimmt. Bestimmt auf Spanisch oder so, wie früher immer. Das wäre richtig räudig. Oder Portugiesisch oder was das da war. Das war nämlich mal richtig räudig auf Spanisch. Ja. Zwei Stück, dann bin ich mit der Map fertig. Na komm.
Jawohl. Hätten wir das auch erledigt? Dann kann ich die Musik hier auch echt nicht mehr hören. Ne? So. Später kann ich die ganzen Quests dann nochmal machen, alle. Ja. Auf zur nächsten Map. The Silent Forest. Wollen wir nochmal sehen, was uns da so erwartet. Ist ja nicht so, dass wir es alle schon wissen, aber hey. Da ist auch ein cooles Warmon. Ist meins größer? Ha! Lappen-Warmon. Dieser Digimon-Kaiser rennt hier mit so einem 3 von 5 Warmon rum. Schwächlinge. Nice. Immer diese Voice Messages. So. Auf zu Babamon. Baba. Auf zum Baba. Dann gebe ich diese scheiß Quests hier ab. Mach nur noch diese Lava-Quests. Und dann ist vorbei, Leute. Dann farm ich auch ein paar von diesen Boxen noch. Deeper into the File Island. Ja, ich gebe mein Bestes hier. Hä? Muss ich auf einem bestimmten Level sein hier? Oder so? Felix? Ja? Muss ich hier auf irgendeinem bestimmten Level sein? Wo? Oh. Silent Forest, weil ich habe hier keine Quests. Ich glaube ja. Alles klar. Naja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.